Lena, antworte mir. Stehst du auf Matteo? Sag schon. Simon, wieso sollte ich auf Matteo stehen? Er ist ein Canchero. Ein Angeber? Du redest ja schon wie er. Klar gefällt er dir. Warum sollte ich wie er reden? Diesen Ausdruck benutzt Nina ganz oft. Ich will damit sagen, dass er die Aufmerksamkeit liebt. Und das stimmt doch auch. Du kannst doch die Augen nicht mehr von ihm lassen, Luna. Okay, ich schaue ihn an, weil sie singen. Und außerdem ist er der Freund von Amber. Und sie singen. Okay. Und wenn er nicht ihr Freund wäre? Egal, ob er ihr Freund ist oder nicht, er interessiert mich nicht, okay? Sind wir nicht einfach perfekt? Klar, wir sind König und Königin der Bahn. Und das beste Paar auf der ganzen Welt. Hey Leute, was macht ihr da? Habt ihr uns etwa heimlich zugehört? Nein, gar nichts mitgekriegt. Ach, das ist ja schade. Ich wollte euch fragen, wie euch der Song gefallen hat. Ich fand ihn perfekt. Sind wir nicht das beste Paar der Welt? Ich muss jetzt gehen. Oh, jetzt schon? Nein, bleib doch noch ein bisschen. Dann können wir noch mal proben und danach noch tanzen. Nein, zu spät. Wir machen morgen weiter. Vergesst nicht, euch für das Open anzumelden. Oder es geht auch online auf der Seite vom Roller. Ja, danke. Okay, was ist jetzt? Was soll jetzt sein, Simon? Sag's mir, stehst du auf Matteo oder nicht? Du solltest dein Gesicht sehen. Wenn er auftaucht, bist du wie ausgewechselt. Simon, psst! Sag endlich die Wahrheit. Gefällt er dir? Die Blicke, die ihr euch zuwerft, die kann ich doch sehen. Es gibt keine Blicke, die wir uns zuwerfen. Das stimmt nicht. Ich kann ihn nicht mal richtig leiden. Warum sagst du das? Ich will nicht, dass man dir wehtut. Simon, das ist sehr lieb von dir, aber ich verspreche dir, mir wird niemand wehtun, okay? Ich verspreche es dir. Wieso denken wir nicht einfach an etwas anderes? Wie... Willst du was trinken? Wir müssen uns eingestehen, die beiden singen sehr gut. Ja. Du singst aber auch sehr schön. Nein, ich mache mir Sorgen wegen des Tests. Ich muss unbedingt eine gute Note schreiben. Also, wenn du willst, dann helfe ich dir beim Liedschreiben, sobald du dein Ergebnis hast. Super Vorschlag! Ehrlich gesagt habe ich überlegt, wie ich in die Gruppe der Solistinnen komme. Was meinst du? Gute Idee oder nicht? Versteck dich, schnell!